herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 18. Wir müssen jetzt versuchen, Felix Dietrich so schnell wie möglich auf die 62 zu bekommen. Das ist unser größtes Problem aktuell. Weil sonst sind unsere Ziele gefährdet. Also, das Finanzziel ist sowieso schon tief gefährdet. Aber das Nachwuchsarbeit wollen sie haben. Finanzen, das schaffe ich sowieso nicht mehr. Also da müsste ich ja wirklich Früchte verkaufen. Da habe ich große Kacke gebaut. Aber ich weiß ja, wie ich das ja lösen kann, das Problem. Dietrich ist Innenverteidiger. Und nun ja. Abwehrarbeit hat er nämlich schon. Immer was Schweres machen lassen. Ja. Dietrich und Arp muss auch mal dafür weichen. Ich muss ihn jetzt so schnell wie möglich dort hochbekommen. Weil der ist noch einer von denen, der 10 Spiele machen muss. Ach, das ist echt Kacke. So, alle simulieren. Bitte, 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 machen wir wenigstens einen Gesamtpunkt. Oh, Dietrich. Du müsst noch mindestens einen Gesamtpunkt machen. So viel Training habe ich schon nicht mehr. So, gucken, ob das jetzt funktioniert mit Fjordur Toltotov. Nee, scheint noch nicht so zu sein. Doch. Arid geht. Das werde ich dann gleich machen. Ich will aber erstmal. Wo ist. Ach, hier. Fuck, übersehen. Kauf vorschlagen. Gucken, ob die einen Stürmer haben wollen. Weil ich kann ja Paco abgeben. Oder Lukas Röser. Ha, Innenverteidiger. Den wollte ich mir aber für Schalke aufbehalten. Ach komm. Zurück. Anderen Spieler anbieten. Die wollen ihn sowieso nicht haben. Ui, hat sie nochmal voll. Okay. 1,8 Millionen abgezogen, sind für mich 7,5 minus, also 800.000. Ja, wir sind bei 6,5, sage ich mal. Gegenangebot. Neue Transfersumme. Ich will keine 8 davor stehen haben. 7 ist für mich noch gerade so in Ordnung. Da macht ihr gut, da mache ich. 7,3 ist eigentlich in Ordnung. Haben wir das schon mal. Haben wir zwar 5 schlecht gemacht, aber. Naja. Verhandeln. Bisschen ärgerlich, aber. So, Rolle im Kader. Rotation, bitte, 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 bitte. Schlüsselspieler. Bitte, wichtig, komm. Ja, das muss ich machen bei dem Preis. Das ist gut. 5. Gut. Gegenangebot. Ich habe mir jetzt für 8 geholt. Übernehmen. Weiter. Ich werde dafür. Mach doch wenigstens auf 17, Leute. Okay, da mache ich noch gut, aber jetzt kann ich dann aus dem nächsten Vertrag rauskaufen. Mist. So, du verdienst aktuell 35.000. Das machst du bei uns nämlich. Nee. 20. Einstiegsbonus. Bitte schön. What the fuck? Sorry. Sorry, nein. Nö. Danke. Arid. Sorry, ne. Das ist nicht zu stemmen. Tja. Der kriegt schon seine. So, ihr wollt einen Innenverteidiger haben.
Ich habe einen Innenverteidiger für euch. Mann! Anderen Spieler anbieten. Habe ich. gebe ich doch in der Riga ab. Hol ich mir den anderen. What the fuck? Nein, ihr kriegt keinen Kehrer zurück. Mensch! Nee. 8,5. Angebot absenden. What the f. Das wäre eklig. So, ich gebe euch 9,5. Weiter Verkunftsgebühr entfernen. What the fuck? Nur wenn eine 9 davor steht. 7, 5, 9, 9, 9. Ja, wir müssen noch diskutieren. Nee. Mann. Aber der ist echt zu teuer, der Chardov. Dann würde ich hier lieber von Auer ins. Wartet mal. Ich hätte da einen Spieler abzugeben. In die zweite Liga, ein Erstklasse-Spieler. Erstklassigen Spieler. Stürmer. Ja, Paco. Rechter Flügelspieler. Nee, da habe ich keinen günstigen. Grisel. Kein Angebot. Neue Transfer-Wurm, ne? Ihr kennt richtig gut Mathe, ihr Schachtis. Wenn ich 1,2 Millionen von Marktwert, der hat ohne mehr so lange Vertrag. Sturköppe. Blöden Sturköppe, wollen immer noch 4 Millionen. Das geht so nicht. Nimm mit Dynamo. Simulation wird gestoppt. Geschäftsführer inakzeptabel. Puh. Da müssen wir nochmal verhandeln. Verhandeln? 12 Millionen kriegt er nicht von mir. Nicht mit mir. Kriegt ihr glatt 10,5. Ach cool, hat geklappt. Ich hätte hier mal versuchen können. Gegenangebot. Also ich mache ne noch einen wichtigen. Nö, dann ne. Dann tut's mir leid. Nein. Nö. Ich setze mir nicht die Kappe auf immer nur hier. Schon schlimm genug. Der wollte eindeutig zu viel haben. Zwar 7000 weniger, aber du hast schon so viel Zugeständnisse bekommen. Mann. Pressekonferenz brauche ich nicht. Weiter. Scheiß auf die Pressekonferenz. Ach nein. Letzter Transfertag. Wie sieht's denn bei uns so aus? Was? Coman verkauft. Woche Suri Karole. Ja, wie sieht's denn bei uns? Stujewitsch und Kiesling. Götze. Und dafür Oliveira. Okay, wir haben auch scheiße gehandelt, aber verhandelt. Ach, die Ace war schon wieder zusammengebrochen. De Paul, Caraba. Ja, ist okay, 1,3 Mille. Annehmen, sollen sich einigen. Sollen sich kümmern.
Oh, Mkhitaryan holt dem Huni Bayern 40,4. Stillstand bei Lukas Rösop. Transferangebot für Paco. Arsenal Tula. Ja, komm. Ich leg dir keine Steine in den Weg. Ibisevic haben sie geholt. Und Olyanka. Max verkauft. Ich werde nach der Transferphase einfach die anderen kontaktieren. Wenn die nicht schon einen Vertrag verlängert haben. Ja, passt. Paco Info FC Dijon können sie haben. Paco verkauft, in Ordnung. Leihe von Coleman zu Nizza. Und kommt kein Transferangebot mehr rein. Ja, jetzt bin ich losgeworden in. Letzte Frist abgelaufen. Monatsbericht Jugendmannschaft. Ich glaube, das wird halt nur eine Transferfolge. Dietrich hat jetzt die 60. Du musst aber zwei höher schaffen. Oh, ich bin Trainer des Monats von Rebecca Pompey. Oh, geil. Ich wollte dich doch ausleihen. Mann, ey, Junge. Ich wollte das doch alles nie so endet. Was ist denn? Scheiß auf die Pressekonferenz. So, damit verabschiede ich mich erstmal. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen zu FIFA 18. Ciao, bis zum nächsten Mal.